40 und wir sehen können, dass es hier übelst dunkel ist. Immer einmal kurz. So. ja, wollte ich euch mal kurz gezeigt haben. Denn es geht eventuell gleich ein Gewitter hier. Mal schauen. Weil das letzte Gewitter hier führte bei uns zu einem Stromausfall. Mal schauen. Ob es diesmal auch so ist, aber ich hoffe nicht. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. So, aber wir müssen erst ungefähr, keine Ahnung, wann losgehen, I don't know. So, soll denn schon 19 Uhr anfangen? Ach ja, wir waren hier stehen geblieben mit dem Mist hier. Eieiei. Und hey, Jo, willkommen. Das war ja... Ja, nice. Da war ich ja gestern irgendwie übelst am Rumblödeln. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es anstellen soll. Mit einer Rakete? Habe ich eine Rakete? Funktionieren Raketen überhaupt? Ach ja, richtig. Kann man das da wegnehmen? So. Huch. Rakete, 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 Rakete. Oh, ich habe noch 5. Was dann hier ran machen? Ich habe keine Ahnung. So richtig? Oh Gott. Das ist schnell. Oh mein Gott, das hätte... Yo, da kann man hochklettern. Das hätte sogar fast geklappt. Zwei Raketen. Aber ich will da nicht mal hoch. Wobei, ich kann da einfach... Ich werde los, den ganzen Weg nochmal zu latschen. Mit dem Ding da. Mal schauen. Zwei Raketen gehen. Dann muss ich wieder heute gern das Nervige machen. Da unten. Nee, 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 nee. Nur so eine Idee. Okay. So, Ventilator. Hab ich hier noch einen Ventilator? Zufälligerweise. Oh Gott. Tatsache. Können wir ja keinen rausdingsen. Alles vorne die Kante. So. Okay, da. Huch, fall nicht runter. Ich fahre die auch auf. Sagte Rauch. So, mal der Ventilator. Ah, okay. Würde losfahren. Das vorne, oh, okay. So. Was? Nach links? Ach, hier meinst du? Zieh hoch. Komme ich da an? Ich nehme mal die Raketen drauf machen. Will das runter? Nee. Okay. Ich glaube, ich will die Raketen aber, glaube ich, erst reinmachen, oder? Ja. Ventilators. Stimmt. So.
Oder kann ich die auch von hier unten oben? Oh nein! Ja, dann kann ich eben kurz die. Ja, keine Lust, zweimal zu latschen. Oh, hier ist eine Fliege. Nervt gerade ein bisschen. Ja, ist okay. So, Raketen dann noch mit Ventilator dran oder wie? Ja, wahrscheinlich. Oder daneben. Ah, okay. Ist im Angebot. Interesting. Hä? Falsch rum? So. Wie viel ist es denn im Angebot? Wie viel günstiger ist es denn? Ja, darum muss es so rum sein, ne? Ist das richtig rum? Ich hoffe mal. Ich verwechsel das oft. Ah, okay. Cool. Yo, das klappt sogar wirklich. Nice. Oh Gott, geh aus. Nice. Das hat ja wirklich geklappt. Voll gut. Oh, hier ist eine Truhe. Bob der Baumeister, natürlich. Was ist hier jetzt? Hä? War hier einfach nur eine Truhe? Oder übersehe ich irgendwas? Nicht groß und Architekt. Nice. Wirklich? Hier ist nichts? Kann ich ja Deckensprung machen? Nee. Hier war nur ein Rhodonit. Was soll das denn? Ach nee, das da bin ich gekommen. Ah, dieser Tempel. Ist bis jetzt mein Hasstempel. Hier kann man halt irgendwie. Mag den Tempel bis jetzt nicht. Kann man mit Klettern schummeln? Mal schauen, ob ich so hoch komme in so weiteres Stockwerk. Uff, uff, uff. Was ist ein Tempel? Wenn das klappt, dann nice. Dann werde ich nur noch klettern. Schon. Bitte funktioniere. Nein, das geht nicht. Ich kann hier auch keinen Deckensprung machen, leider. Oder ist sonst? Nee, das ist dann schon zu tief. Wirklich, hier ist nix. Was soll das denn? Was sind das da für Schienen eigentlich? Ne, das sind die nicht. Ah, ne, ich bin. Ne, warte, was? Diese Karte ist so verwirrend. Diese Schienen verwirren mich irgendwie übelst. Ich weiß nicht warum. War ich eben auch schon auf E3 oder war ich noch auf E2? Ne, ich war auf E3, ne? Uff. Das da unten ist der Anfang, ne? Ja, das ist der Anfang, okay. Ich hätte einen Sprung machen. Nee. Schade. Kann ich hier stehen? Oh Gott.
gut, dass ich da nicht Dings. Ja, nee, an dem Punkt kann ich auch wieder. Ich will da nicht wieder hoch. So. Aber wo bin ich denn jetzt hier? Ach, hier. Wo waren eigentlich nochmal Dinger? E2 habe ich nichts mehr. E3. Ich bin ja auch. Nee, ich bin auf E2. Ich wollte gerade sagen, jo, ich kann ja. Achso, das war der Wind. Okay. Warte. Stoppst du hier oder gehst du. Ach nee, warte mal, ich bin noch auf E3 hier. Jo. Wind einfach übelst heftig gerade. Wie komme ich denn dahin? Wenn ich auf E3 wäre, wäre es so viel einfacher. Das bin ich nicht. Kann ich? Nee. Wie komme ich dahin? Oder soll ich irgendwie hochkommen? Aber wie? Okay, auf E2. Ich bin irgendwie auf E2 gekommen, aber wie? Ich habe keine Ahnung. Ich vielleicht noch mal die Abkürzung nehmen. Vielleicht noch mal runter. Ach ja, ich habe hier das. Oh. Ich habe hier einen Aufzug. Was ist das denn eigentlich für eine Schiene? Und wo bist du? Ach, das war die, bei der ich auch gestern 80 Quadrillionen mal war. Wo habe ich schon? Okay. Nice. Das ist ein geiles Game. Ja, das ist, glaube ich. Oh ne, wo waren das nochmal? Da war das Tor. Hier komme ich, glaube ich, nicht weiter, ne? Will ich mich nicht zerstören? Nee. Hier ist zu. Hier ist, wird mir der Zugriff noch gewährt. Ich muss wahrscheinlich von oben irgendwie kommen. Schade. Das wäre so schön gewesen. Ich dachte, ich kann da stehen, weil da mir den Deckensprung angedingst hat. Gehst du hier? Oh, yes. Schon. Nein! Wurde doch extra so gemacht, damit man hier keinen Deckensprung machen kann. Bleib da. Stehen, Link. Ich dachte, bleib stehen. Aber da kann er gar nicht stehen, oder? Nee, leider nicht. Da oben vielleicht, maybe. Ah, hier kann man aber keinen Deckensprung machen, weil er sich automatisch duckt. Bad life. Okay, wir werden jetzt ein bisschen Kletteraktion machen. Ne, das habe ich schon, ne? Oder? Hab ich dich schon? Ach ne, das war. Okay, der Dangster. Wo bin ich jetzt? Hier irgendwo. Ich weiß nicht, wie weiter. Da oben ist mir auch nichts. Ich kann auf die Schienen klettern, lol. Was ist das da eigentlich? Machst du irgendwas? Nö, das macht nichts. Okay. Gut zu wissen. Was ist, hat das mit den Ketten auf sich? Kann ich damit was machen? Nee. Gut. Da hinten war der eine Gong, den ich schon habe.
Tempel. So verwirrend. So, okay, Konzentration. Ja, okay, das wollte ich mich gestern auch schon, aber ich bin nicht weitergekommen. Ich bin hier. Warum ist ja nee, es wird noch da. Aber da drüber ist ja. Ich kann da ja nicht hoch. Oder doch? Jetzt mal ausprobieren, ob ich da eventuell irgendwie hochkomme. Ich bin in E. Ach nee, warte mal. Ich bin ja gar nicht in E2. Ich bin in E1. Oder hier hin. Bin ich da denn nochmal immer hingekommen? Schon vergessen. Uff. Bin ich da immer hingekommen? War ich nicht eben sogar in E2? So, wo fährst du nochmal hin? Ach, der fährt nirgendwo hin, weil da noch keine Schiene ist. Du fährst hier hin. Da will ich da hin. Mal schauen. Ich wollte schon wieder alles vergessen, wo was ist. Das ist dann problematisch. So, was war hier? Ach, das war hier. Ah. Kann man da vielleicht hoch mit dem Deckensprung? Ist das vielleicht höher? Hm. Ah. Oh Gott! Nein! Ich wollte doch nicht rein. Das kann ich eigentlich auch schlauer machen an dem Punkt. Ach ne, warte mal. Ah, die Rolle ist gut. Warum ist das so kompliziert? So, den habe ich schon. Sehe. Kann hier hoch. Verdammt. Jo, so übelst windig. Uiuiuiui. Oh mein Gott. Kannst du da bitte stehen bleiben, Link? Will nicht stehen bleiben. Dankeschön. Ach, hier war ich schon mal. Verdammt, habe ich es wahrscheinlich sogar schon ausprobiert. Warum nicht? Warum ist das rot? Ist auf der anderen Seite da. Kann ich gar nicht nehmen. Hä? Irgendwas hinten oder so, so eine Art. Oder war vielleicht ein Dings drin? Kann ich nichts machen. Okay. Glaube ich nur, dass hier nichts mehr ist. Mal dahin. Jo. Ist da mal wieder an. Ach komm schon, wirklich. Yo. Hört man das? Das war gerade übelst krass. Uiuiuiuiui. Ah, wo darf ich kommen, ne? Genau.
Hört man den Wind und Regen? Du führst mich. Wie komme ich denn hoch? Wenn ich wüsste, wie ich hochkomme. Wäre super. Wir versuchen darauf zu klettern dann vielleicht. kann ich das stoppen? Wahrscheinlich. Ich habe was sehr crazy vor. Ach, da ist sogar ein Stopp, okay. Na dann. So, einmal hier hochklettern. Oh nein, ich hoffe, das klappt. Da sind so Dinger. Weil wenn ich darauf gehe, maybe. Ja, mal kurz stehen. Der Sprung wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nö. Dankeschön fürs nicht runterfallen. Och nee, du. Ah, doch alles gut, aber ich bin hier auf E2, nicht auf E3, wo ich hin will. Ist das E3? Nee, würde ich auch noch E2 sein, ne? Oh nice, hier geht aber ein Längensprung. Voll gut. Oh Gott. Ich bin auf E3! Yes! Yes! Wo ist der Typ jetzt hin? Nein, nicht runter! Hey, wo bist du? Ich brauch dich. Danke. Okay. Hier ist nirgendwo was zum Stehen, uff. Ich bin zwar auf E3, aber wir haben ein kleines Problem. Nee, aber ich. Nee, ich kann doch. Feels easy. Hey. Ich hoffe, ich glaube. Nö. Er darf nicht in die Lava. Okay, ich muss es anders machen. Denn ich benötige einmal ein Hydrant. Machen wir es kurz anders. Nicht nach oben. Was anders machen. So. Von da hinten, maybe. Mal schauen. Aber wir sind eine Etage höher, das ist schon mal gut. Zwar nicht so, wie man hochkommen soll, aber ist okay.
Okay, nice. Hier kann ich auch was machen. Aber war sogar so eine Feuerplatte, das ist so ein Ding gewesen. Um das ein bisschen zu erleichtern. Ups. Ich kann das gar nicht verbinden. Ein Felsbrockenhammer. Wahrscheinlich. Oh, doch brauche ich. Weil der sonst nicht hoch geht. Ja, normalerweise werden die Platten da glaube ich auch gar nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der so hier rüber auf E3 gekommen ist. Hat mir jetzt Wasser gemacht. Jetzt kann ich darüber jedes Mal. Das, was ich immer gemacht habe. Nice. So. Hier haben wir nix. Hier haben wir Schienen. Du machst wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, habe ich mir schon gedacht. Bin ich denn überhaupt? Oh, hier ist noch einer. Da muss ich irgendwie hin. Da oben! Ja, nice. Hier, mein Gong erreicht. Oder auch nicht, verdammt. Ich muss andersrum. I see. Quasi so eine Rampe bauen. Reichen. Mal schauen. Jetzt komm ich. Angriff! Wo ist er denn jetzt lang? Oh, das ist so hoch. Uiuiuiui. Mach doch nicht alles. Oh, vielleicht baue ich auch nur einen. Oh, der Regen hat aufgehört. Und da ist der Regen wieder. Nice. Nice! Nächste Tür. Voll gut. Es sind noch zwei übrig. Weiter so, wir packen das. Ja. So, jetzt kommen wir so noch irgendwie zu E4. Komm ich zu E4. Jeden Fall will ich da was dingsen. Hey, die Rampe hat sich gut gemacht. Will ich so geben. Die wird sich wieder gut machen hier eben kurz. Oh, hi.
Wow, das war auch noch ein... Ich meine, Felsbrockenhammer. Ich brauche keine Waffe mehr. Ja, dann Knochenlanze, okay. Kann die Waffe bitte nicht in die Lava fallen? Und der Gegner bitte auch nicht. Weil der hat die Waffe mit gedingst. Das geht schnell. Okay, da haben wir was geöffnet. Das heißt, da würde ich gerne hin. Kann ich hochklettern? E2. Bitte nicht E2. Muss da nochmal auf den Mister. Ja, Tempel E3. Nee, 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 du. Kein Zurückdings. So, ist der Gong schon aktiviert? Ja. Okay. Ist das andere schon zerstört worden? Nein. Warum muss man raus? Ich hab ja gedingst. Hey, meine Plattformen sind weg. Jetzt? Ja, wo war das? Ach, da. Zusammen basteln hier. Will das runter? Nee, gut. Das wird bestimmt irgendwann runterfallen, ne? Ja. Oh, dann eine Halt. Wollte ich nochmal wissen. Okay.
Ach komm, ich lande trotzdem da unten. Nice, der Sprung geht. Was ist da unten? Oh, das ist der hier, das ist der hier im EG, ne? Oh, nice. Hab ich den schon mal gefunden? Zumindest hoffe ich das. Ja, perfekt. Nice, 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 nice. Mal so. Dann muss ich aber nur noch ganz oben. Ich dahin komme, ist die andere Frage. Eins noch. Jetzt nur noch eins. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt haben wir's. Jetzt läuft's. Ja, okay, das ist aber auf E4, ne? Ja. Ja, das ist immer schon, das machen wir schon irgendwie mit Klettern. Wir werden uns schon irgendwie hinklettern. Das Gute ist, wir haben aber einen Aufzug, der uns zu E2 führt. Hä? Ist man nicht eben ein. Ach nee. Das nicht, weil ich den ja noch habe. Ha. Was ist denn der Aufzug? Der Aufzug ist weg. Oder der war woanders. Ich hatte einen Aufzug, aber ich weiß nicht wo. Was ist jetzt doof? Wo war denn mein Aufzug? Der Aufzug, wo warst du? Warst du hier? Nee. Keine Ahnung, wo mein Aufzug war. Ist ja doof. Doch hier irgendwo am Anfang. Oben? Nee, ist war die Lücke da. Da können wir hochklettern. Hoffentlich. So. Ich mal auf E1. E2. Ist das nicht E2? Doch, okay. So, wie bin ich eben auf E3? Ah, ne, da war ja auch nur dieser. Ich war jetzt auf E3. Aber. Das war ja nur der eine Raum da. Wo war denn das überhaupt nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Ich will auf jeden Fall dahin. Was ist denn hier? So, das ist das. Was ist das denn? Nein, ich bin hier auf E2. Führst du mich eventuell auf E3? Was ist, wenn ich da bin? Willst du mir nicht. Oder? Dann kann ich aber schon hinklettern. Oder welche waren das jetzt überhaupt? Der hier. Maybe. Ja, noch Raketen, oder? Ja, perfekt. So, ups. Oh, sogar zwei Stück. Nice. Die habe ich ja auch schon repariert, ne? Egal.
Wieder hier was probieren. Mal schauen. Meine Güte. Ach du mich an die. Speichern. Boden bin. Ach ja, jetzt bin ich wieder hier. Eieiei. Ich bin wieder hier mit dem Mist. Wo nichts war. Könnte man aber vielleicht hochklettern. Hochklettern. Maybe. Es wäre so super, wenn es geht. Dann haben wir den Dings-Tempel endlich hinter uns. Ey, das war ein Tempel. So, das ist ein Tempel. Ich bin noch drin. Ich hoffe, der Kampf wird wenigstens nice. Ich bin auf E4. Yes. Da immer jemand duckt. Oh, hier sieht er schon. Ja, nice. Voll gut. Yes. 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 Voll gut. Gong aktiviert. Alle Gänge. Link, alle Schlösser sind jetzt offen. Das heißt, dass das Tor jetzt auch offen sein muss. Komm, sehen wir nach. Nice, 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 nice. Drücken wir eine Schiene. Hier, aber... Oh, kein... Weil ich mich da hier einfach hinteleportieren. Hihi. Eingang zum Ding. Ja, hin teleportieren, dann sind wir schon da. Voll nice. Bringt das eigentlich noch? Ja, keine Ahnung. Wir sagen, Edda Echo so. Zum Treppe. Regen, Wind. 23 Grad, Unwetterwarnung. Allerdings 20, 30, ui. Ja, es ist in einer Minute und es hat schon ein bisschen gedingst. Voll nice. Und da geht's auf. Es ist offen. Schnell, wir müssen die roten Felsenströme und Zelda retten. Kann ich leider nicht nach oben werfen. Oh! Da wäre eine Rundung, ups. Wo ist Zelda hin?
glaube, das war nicht die richtige Zelda. Moment mal! Ist das ein super fieses Monster? Ui. Uiuiuiui. Und Zelda steckt in dem Riesenvieh drin. Boll, du Goma, Peiniger des Feuertempels. Komm, Link, wir müssen sie da schnell rausholen. Oh Gott. Oh weh, der Felsen ist explodiert. Oh wow. Weh, der wird auch explodieren. Schnell weg. Und whoa, 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 whoa. That doesn't come. What? Uiuiuiui. Ja, vielleicht soll ich mich auch heilen, bevor ich da reingehe. Das wäre vielleicht vorteilhaft. So. Oh, ich brauche nichts mehr zu essen. Habe ich Fleisch? Oder Pilze eine Menge? Hm, ich habe nicht wirklich was, wie ich was kochen kann. Ich kann mir mal ein Dings machen. So, eine Lieblingsblume der Prinzessin, verheiratet gewesen sein, man hält sie für auch schon mal 19 Jahren. Kann man mit Prinzessin-Inzian irgendwas Gescheites machen? Weil ich habe 49. Probiere ich ihn kurz einmal aus. Mal schauen. Oder was das Gescheites rauskommt. Oh, das ist interessant. Ich meine, einen Schleicheffekt brauche ich nicht wirklich. Ich habe nie Schleichen gedingst, gebraucht. Wir gehen aber eben kurz kochen. Denn Ich möchte ein bisschen eine Heilung vorbereiten, bevor ich mich in den Kampf begebe. Und mir ein paar Pfeile gönnen. Weil ich nicht irgendwie schon über 100 habe oder so. Nee, ich hatte beim Wassertieren, glaube ich, auch noch Pfeile gehabt. War kein Bogen mehr. Das war das Problem, glaube ich. Willkommen. Ma. Ma. Oh. Ah. Okay, nice. Warum ist der Kochtopf eigentlich hier? War der BOTB nicht hier? Oder war im BTB auch da? Keine Ahnung. Sonnenfleck macht vielleicht auch noch maybe was. Hört immer so aus. Eine wilde Pflanze an der Sonne, Sternen, großen Höhen, das kannst du voll dein Herz mit auffüllen.
aus, dass ich Miasma reduziert wurde. Das ist interesting. Hitzeschutzeffekt. Nein, brauche ich nicht mehr wirklich, aber. Hey. Du musst einfach nicht abbrechen, wenn man wenn man sie richten untermischt. Wenn man die auch so dingsen. Das erhöht meine Abwehr. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ehrlich zu sein. Schmorgemüse. Jo, was ein Donner. Hast du gehört? Keine Ahnung. Das ist die beste Heilung, die ich uns gerade machen kann. Gib mir zwar Schleichen, aber ist okay. Schleichköchchen, wenn ich da reinmache, gibt es auch eventuell was. Gibt keine Heilung? Es gibt nur Schleichen? Ja, das kann ich verkaufen, wenn es keine Heilung gibt. So, die restlichen 8 behalte ich. Oh, das war so witzig, wenn ich die noch brauche. Salz gemischt, maybe. Oder du gehörst mal schlecht auf. Nee, wenn man das kauft, hat es sogar ein Herz weniger gemacht. Uff. Ah ja, ich bin ein paar Bananen. Ah, es gibt Angriffskraft. Ich glaube, ich setze das mal auf Abwehr. Wie hat die Maxi-Echse nochmal funktioniert? Als Medizinzutat füllen ihre hohe Vitalreverswurde Maximum hinaus. Kann man es einfach mit einer Monsterzutat zu dingsen? Oder nicht? Ja, das gibt mir Heilung. Okay. Max Heilung plus 4. Wenn ich 2 reinmache. Plus 8. Okay, I see. Maxi-Echsen war nice. So, leider keine Maxi-Echse mehr. Ja, okay. Okay. Aber eine Sache kann ich noch verkaufen, denn das gibt mir keine Heilung. Ja. Ich brauche keine Eier. Es gibt nur so wenig. Ist das, was kein Herz gibt? Hier. Was? Es gibt nur so wenig Rubin? Was? Okay, nice. Jetzt geht's aber auf in den Kampf. In den Feuertempel. Nice.
Na, heiß, dann haben wir nur noch die Ornis. Und das Bandschwert und dann mal schauen, ob wir dann schon zum Final gehen können oder nicht. So. Was ist ja schon? Oh, ich kann ja schon direkt hier dann einmal. Verdammt, es gibt ja auch nichts. Oh no, das gibt mir keine Dings. Uff. Es gibt mir ja gar keine Heilung. Ja, war das schon? Abwehrbildgemüse sind nur keine Heilung. Ist ja doof. Plus 5, plus 8. Nehmen wir es mal die plus 4. Boah, du, guter Pfand. Und eventuell. Kannst du ihn vielleicht irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen? Yeah, oh mein Gott, es geht. Voll nice. Gut gezielt. Dankeschön. Hier gar keinen Schaden gemacht. Hey. Mal den anderen auch herbei, der kann auch ein bisschen helfen. Das macht aber gar keinen Schaden. Okay, nice. Jetzt komm ich. Und los. Danke. Ein Angriff. Wow, 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 wow. Kann ich alle? Nee, kann ich nicht. Verdammt. Das muss ich machen. Ah.
Okay. Phase 2. Oh no. Er kommt von oben. Vorsicht! Sie kommt von allen Seiten. Nichts wie weg. Jetzt bin ich gar nicht okay. Was? Wann ist er denn runtergefallen? Keine Probleme mehr. Aber ist okay. Dann ist es nicht. Abwehr. Meine Abwehr. Mit der Abwehr voll viel Schaden gemacht. Oh Gott. Sehen Sie, dass ich beim ersten Mal instant getroffen habe und jetzt auch wieder eine Bombe. Lass sie mich weg. Kegeln. Pass auf. Oh, es bin ja nicht mal was. Auf geht's. Jetzt komm ich. Danke. Okay, nice. Das ist deine Chance, Link. Schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Der Feuertempel ist geschafft. Nice. Ein Erzcontainer. Yes, ein weiterer Erzcontainer. Voll gut. So. Juno, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Die Stimme kenne ich doch. Warst du das, der die ganze Zeit zu uns gesprochen hat? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Goronenkrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Feuers. Du kämpfst mit vollem Körpereinsatz, wie es einem Goronen geziemt.
Ich bin stolz auf dich, mein Erbe. Das Scheusal, das ihr besiegt habt, war der Ursprung der Steine, die unser Volk verdarben. Ein Scherge des Dämonenkönigs. Seine Aufgabe war, dich von dem Kleinod fernzuhalten, das du berührtest. Dem Mysterienstein. König? Stein? Was? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du verwirrt bist. Drum höre gut zu, denn ich habe dir etwas zu sagen. Über den großen Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit, kurz nach der Gründung des Königreichs Hyrule. Da suchte eine finstere Gestalt die Unschuldigen heim und schickte sich an, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rauru, der erste König Hyrules, nahm dies nicht hin. Zusammen mit 6 Kriegern bot er ihm die Stirn. Und damit wir dem Dämonenkönig trotzen konnten, schenkte uns Rauru die Mysteriensteine. Heilige kleine Odien, welche die Macht ihrer Träger verstärken. Mit dem Stein ausgerüstet, stürzte ich mich als Weiser des Feuers in die Schlacht. Doch unser Feind war übermächtig. Selbst mit all meiner Kraft vermochte ich wenig gegen ihn auszurichten. Er war unvorstellbar stark. Schließlich begriff Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig nicht möglich war. Oh no. Und so opferte er sich selbst, um den Dämonenkönig zu bannen und unseren Kampf zu beenden. Das war also der Versiegelungskrieg? Und etwas später, da besuchte mich eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit. Jener Tag sollte das Schicksal der Goronen beschließen. Irgendwann wird der Bann brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Nur mit gewaltiger Macht wird man ihm dann noch Widerstand leisten können. Die Macht der Goronen, die Herrschaft über das Feuer. Bitte, schenke sie Link, unserem Ritter. Von da an stand fest, dass wir ihm dereinst zur Seite stehen würden. Der Sieg über den Dämonenkönig ist unser höchster Wunsch. Wenn der Dämonenkönig zurückkehrt, dann wird doch unser Volk wieder einen Weisen des Feuers hervorbringen. Ich verspreche dir, dein Ritter wird nicht alleine kämpfen müssen. Dies war die Geschichte des Versiegelungskriegs und der Bestimmung unseres Volkes. Goronia ist zwar gerettet, doch die Wiederkehr des Dämonenkönigs steht bevor. Yunobu, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein und erfülle, was ich der Weisen der Zeit schwor. Kämpfe an Links Seite, in den vielen Schlachten wieder eurer Hand. Es ist also meine Bestimmung, dass ich an Links Seite kämpfen soll? Und dafür wurde mir das hier vermacht, ja? Oh Mann. Ich bin zwar kein so felsenfester Held wie all meine Vorfahren. Aber wenn ich jetzt kneifen würde, wäre ich kein Kiesel mehr wert. Ich bin nämlich kein kleines Steinchen mehr. Das beweise ich euch. Thank you.
Los, Link! Gib mir Fäustchen! Ich bin Yunobu, der Weise des Feuers. Und ich stehe von nun an fest an deiner Seite. Nimm das hier als Beweis für meine Treue. Nice. Link, mein Bruder, dieses Ringlein ruft jederzeit meine Macht herbei. Glaub mir, du wirst nicht von mir enttäuscht sein. Das schwöre ich. Und nun nach Hause. Nice, voll gut. Und da sind alle weg. Verschwinden alle. Oh no. War wahrscheinlich besser so. Nice. Voll gut. Gesplittert nochmal. Kannst du dir vorstellen, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Was hast du dir dabei? Bitte nicht böse sein. Yunobu hat nichts getan. Ist gut, Togashin, er hat ja recht. Ich habe allen einen Riesenärger beherrscht. Nicht mal drüber nachdenke, was ich da eigentlich tue dann. Aber du wolltest Corona doch nur wieder so machen, wie es früher war, und das hast du auch. Du bist der Held von ganz Corona, weil du die Yunobu gegründet hast und jetzt erst recht. Ich? Ach, danke, ihr beiden. Und auch dir, vielen lieben Dank, Link. Nur dank dir ist diese Schlemmchenkrise zu Ende und die Corona in unserer Stadt können wieder lächeln. Wenn du die Maske nicht zerstört hättest, dann... Ach, ich will überhaupt nicht daran denken. Prinzessin Zelda war hoffentlich nicht allzu böse, weil die Maske nun kaputt ist, oder? Schau ich vor, am Ende haben wir sie überhaupt nicht getroffen. Mann, die Sache war so seltsam, wo ich so drüber nachdenke, dann sah es aus, als... Ja, so als hätte sich die Prinzessin freiwillig in das Felsmonster hineinbegeben. Und als alles bestattet war, haben wir sie nirgendwo mehr gesehen. Herr Yunobus, ob das eine andere Prinzessin Zelda war, eine, die böse ist? Was soll das denn heißen? Haben wir schon mal den Hieroglyphen gesehen, ist so. Das klingt so, als ob Prinzessin der ihr Gefolgszeit in Wirklichkeit das Steinmonster war. Bitte? Wobei, wo ich so zurückdenke, die Person, die meine Ahne als die weise Zeit bezeichnet hat, sie wollte Link helfen und den Recken mit dem Schwert und wie sie aussah, das war ganz klar Prinzessin Zelda. Wenn ich nicht ganz verstehe, wieso die Prinzessin der Zeit meiner Vorfahren schon am Leben war. Jedenfalls ist die andere Zelda, die wir gesehen haben, eine billige Fälschung, ganz klar. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie im Namen ihrer Hoheit weitere Übeltaten begeht. Wir müssen die Hochstaplerei finden und ihr das Handwerk legen, und zwar schnell. Mit der Yunobu werde ich dafür sorgen, dass um die ganze Stadt herum auch schon noch Spuren der Prinzessin gehalten wird. Und du und ich sind jederzeit ein Team, ob wir nun zusammen sind oder uns wieder Meilen trennen. Ich habe die Sache im Griff, Partner. Versprochen. Yes, Schwur von Yunobu, Weise des Feuers.
Du kannst deinen Freunden gerne helfen, aber wehe, du schaffst nochmal solche fiesen Felsen. Klar, kleiner Junoboss. Ja, wieso sich nur die Handicap-Leiter am Dings gekratzt hat. Nice. Ja, schon direkt eine Aufgabe für mich, so. Kein Danke oder so. Ah ja, mir ist etwas eingefallen, dass der Merkur des Zelda, der mich unter ihrer Kontrolle hatte, gesagt hat. Es war, als wäre Schlemmstein an der Nutzer, hätte das Todesberg abgeholt haben. Wie gesagt, ich soll auf keinen Fall in Nähe des Extra-Seen gehen. Einen Grund dafür hat sie nicht genannt. Die Extra-Seen, dass du davon gehört hast, überrascht mich jetzt ein bisschen. Man nennt die Seen auch die Exhalbrüder. Gib einen Kinderreim darüber. Großer Bruder schützt den Schatz. Kleine Bruder macht darauf Harz. Die Exhalbrüder sind ewigen Streit über den Besitz des Schatzes entzweit. Ich habe überall danach gesucht, aber als ich noch ein junger Kiesel war, dachte ich, da gibt es einen Schatz zu holen. Und wenn ich mich so umsehe, geht plötzlich der Todesberg hoch. Bevor ich Bob den Kindern richtig gehört hatte, war der ganze Berg voller Lava. Junge, das hatte ich völlig verdrängt. Jetzt hast du mich wieder neugierig gemacht. Ist lange her, aber lass uns auf die Suche gehen. Es muss irgendwo auf halbe Höhe des Todesbergs gewesen sein. Ich glaube, es war die Nordseite. Die Unibow ist auch da tätig. Wir müssen also nur losrüpfen und ab geht's. Ah, vor mein Rücken ist weg wieder. Ja, nice. Nice. Okay, muss ich sagen. Wir haben nur noch einen. Gehen wir besonders zu den Ornis. Und da werden wir dann morgen anfangen. Okay, das war ein schönes Thema. Also wir müssen noch einen Streamplan machen für morgen. Stimmt. Der Streamplan. Wie konnte ich den vergessen? Dass wir den machen. So, ich bin aus der Musik auch von der Capture Card gedingst, ne? Ja, müsste ich, glaube ich. Oder versuchen wir morgen das Bandschwert zu holen? Ja, versuchen wir morgen. Mal schauen, was es wird. Wir werden es sehen. So. Ah, habe ich hier perfekt. Dann wird auf jeden Fall. Weißt du, ich muss ja den Dings anders machen. Der Streamplan angepasst für diese nächste Woche. Soll ich hier klar bleibt. Das kann weg, das wird nämlich zu. Haus. B. Da. Mittwoch ist. Wager. Plus. Random. Def. Donnerstag ist Celestiotica. Freitag ist Roblox. Achso, nee, warte, das ist bei Donnerstag. Ups. Da bleibt. Also, wenn wir Freitag. Das ist Roblox. Samstag, Sonntag. So. Speedrun. Plus. Dann einmal noch. Speedrun. Plus. Müssen aber noch einmal kurz was dingsen. Nämlich. Ab. Donnerstag war es, glaube ich, ne? Was ist der 13.? Ich glaube, es war der 13. Was ist der 13. für den Tag? Donnerstag, okay. Einmal. So. War ein schöner Stream. Vielen lieben Dank an alle, die da waren. Mega, mega cool. Morgen geht's dann weiter mit Zelda Tears of the Kingdom. Ach, jetzt habe ich es nicht gespeichert. Ja, das mache ich gleich nochmal. Naja, morgen geht's dann weiter mit Zelda Tears of the Kingdom.